Dann habe ich auch oft gesagt, lasst euch doch umarbeiten. Mit das schön mit der Zickzack-Nähmaschine umnähen. Habt ihr das gleiche wie wir. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Jenny, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, habe ich heute einen Gast in meinem Video, und zwar meine Oma. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und dass du Lust hast, mit mir dieses Video zu drehen, Oma. Ja, was soll ich dazu sagen? Du möchtest? Ja. Was denkst du denn, wie wird das Video, was wir jetzt gemeinsam drehen? Was hast du so für Erwartungen? Naja, tolle Erwartungen habe ich nicht. Und zwar haben meine Zuschauer Fragen an dich gestellt. Und die werde ich dir jetzt einfach vorlesen und du beantwortest die einfach so, wie du denkst, dass du sie beantworten möchtest. Ja. Ja? Ja. Okay. So, Oma, wie geht's dir denn? Naja, das Schlechte darf man nicht rächen. Man muss immer das Gute rächen, denn das Schlechte kommt von alleine. Schmerzen hat jeder und da muss man mit fertig werden. Die gehen nicht mehr weg in das Alter. Aber naja, da wird eingeschmiert, eine Tablette genommen und was will man weitermachen? So, die zweite Frage wäre, bist du sehr stolz auf mich? Ja, sehr stolz. Du besuchst mich auch schon sehr viel, das macht sehr viel aus. Und ein Menschen muss man haben, denn sie ist hilfsbereit, braucht bloß sagen, dann macht sie das für mich und sie hat auch die Vollmacht über mich. Du bist süß. So. Was sind für dich die wichtigsten Dinge im Leben? Ganz liebe Grüße an dich. Das meiste ist die Gesundheit, ist das Erste. Und dass man nicht bettelarm ist. Immer das Geld ein bisschen zusammelt, dass man wenigstens, kann man ja jetzt so sagen, dass man wenigstens unter die Erde kommt. Und du wieder. Ja, das ist das Wichtigste. Und man soll nicht auf dem großen Fuß, wie manche auf dem großen Fuß leben. Wenn sie viel Geld haben, hauen sie es gleich unters Volk. Man soll doch ein bisschen sparsamer umgehen. Mhm. Ja, das Wichtigste im Leben ist meine Gesundheit, dass man noch ein paar Jahre machen will. Denn die Enkelkinder brauchen eh noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was du noch wissen willst. Erstmal wisch dir deine Tränchen weg. Schade, nee. Freust du dich darüber, meine tolle Entwicklung zu sehen? Und wie? Ja. Freue ich mich drüber. Wenn es was bringt. Wenn es natürlich nicht bringt, dann ist es auch nicht so schön. Was sagst du zu mir als Frau jetzt? Naja, die erste Zeit war ich ein bisschen, aber jetzt bin ich eigentlich stolz. Ist eine schöne Frau geworden. Schmucke Frau, muss man sagen. Man muss auch sich denn dolle achten mit alles, wenn man sich auch, wie sagt man dazu, wenn man nur eine Frau geworden ist. Und sie hält dolle auf ihre Gesundheit und alles so. Und naja, muss man weitersehen. Ich bin eigentlich stolz auf ihr. Vor allem, ich den Mut hatte, sich das machen zu lassen. Das ist das. Den Mut muss man ja dazu haben, denn das ist ja kein kleiner Eingriff. Das stimmt. Ja, das ist, da muss man sagen, Hut ab. Dankeschön, Oma. Ja. Wann hast du das erste Mal so erlebt, dass es sowas wie Transsexualität gibt? Gab es das früher schon oder? Also früher hat man das vielleicht verheimlicht. Da hat man an sowas, glaube ich, ja nicht gedacht. Okay. Ich meine, mein Schwiegersohn war doll enttäuscht. Aber naja, ja, du musst dich ja auch mit abfinden. Das geht nicht anders. Ist immer das Kind. Du hast mir ja öfters mal diese Geschichte mit der Zickzack-Nähmaschine erzählt. Ach so, möchtest du das auch mal den Leuten sagen? Naja, ich weiß nicht, ob sie das hören wollen. So, ich war sehr viel mit älteren Leuten zusammen. Und die haben mich alles erzählt, was bis früher alles so war. Die haben mich auch viele Tipps gegeben, wie man alles machen kann. Ja. Und wenn die Jungs damals, wie man noch jung war, und die haben sowas erzählt, dann habe ich auch oft gesagt, lasst euch doch umarbeiten, mit der Zickzack-Nähmaschine umnähen, habt ihr das gleiche wie wir. Und heute ist das alles möglich. Aktuell. Alles aktuell, das kann man alles schon machen lassen. Ja. Klar, die erste Zeit war ich auch nicht da, nicht so ganz mit, muss ich jetzt sagen. Man ist ja nur in das Alter, man muss also akzeptieren, was die jungen Leute haben. Die jungen Leute sind nicht mehr so, wie wir früher waren. Das stimmt. Ja, die haben, erstens haben sie auch ganz andere Vorstellungen.
wie wir. Die Jenny sagt, hat auch oft zu ihr gesagt, Oma, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren. Ich nehme ja das auch an. Mein Großer, der Älteste, der durfte erst einmal Fernsehen gucken, da war, hatte Jugendweihe gehabt. Hm. Bei den anderen beiden habe ich auch wieder nachgelassen. Ja. Die wurden auch schon wieder eher. Aber naja, die Welten ändern sich. Ich bin heute, bin ich auch so, weil ich jetzt mit den Jugend ein bisschen mehr hier aufwachse, bin ich schon alles ganz anders geworden. Ja, das stimmt. Wann würdest du sagen, hast du das erste Mal mitbekommen, dass ich transsexuell bin oder dass ich vielleicht nicht so bin, wie man einen Junge erwartet? Eigentlich habe ich das so, mich konnten ja nicht vorstellen, wie ich das mitgekriegt habe. Naja, wenn das, sie hat ja nie was gesagt, dass das irgendwie so ist. Sie hat nie was zu ihren Eltern gesagt. Wenn sie vielleicht eher gesagt hätte, was, dass ihr noch ein anderer Körper bei ihr mit drin ist, vielleicht hätte sie können noch eher operieren lassen. Vielleicht wäre es nicht so schlimm gewesen. Das kann weiß ich nicht. Sein, ja. Das weiß man alles nicht. Aber du sagst ja selber, dass ich schon als Kind gerne Cinderella und deine langen Nachthemden und dies ja, und das. Ja, also das ist wahr. Am liebsten nur Hackenschuhe noch anziehen. Wie das richtig rauskam, konnte ich mich das ja nicht so vorstellen, dass sie eine Frau sein will. Aber weil sie sich auch oft gekleidet hat. Und Perücken, Frauenperücken, das war ihre Welt. Blond und braun. So sind alle Frauen. Alle Farben hat sie ja. Das stimmt. Alle Farben hat sie ja. Kleider, den musste ich opfern. Ich habe aber nicht viel Kleider gehabt. Dann hat sie meine lange Nacht im Mann gezogen. Aber naja, die Welt muss weitergehen. Und ich nehme ja an, dass ich noch ein paar Jahre mache, dass ich sie noch ein paar Jahre so erlebe, wie sie jetzt ist. Die kocht doch gerne, macht doch gerne. Und manchmal muss ich noch ein bisschen sagen. An Haushalt muss man noch ein bisschen was sagen. Ich habe noch eine Frage für dich. Wie hast du früher gelebt? Ich muss sagen, ich habe bettelarm gelebt. Mit 19 habe ich ein Kind bekommen, mein erstes. Und da war meine ganze Jugend weg. Mhm. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, da hatte ich dann zwei Kinder von ihm nochmal, dann hatte ich drei. Ja, und dann ist der abgehauen nachher, da war das Jüngste war ein Jahr, da ist er abgehauen nach dem Westen. Dann stand ich mit drei Kindern alleine da. Ich wollte ja auch abhauen, dann haben sie mich gekriegt. In Brandenburg haben sie mich aus dem Zug geholt. Ja, und da habe ich gestanden mit drei Kindern und kein Geld. Klar, ich hatte meine Eltern noch, die hatten eine Wirtschaft und dann habe ich da gearbeitet. Mhm. Ja, und dann hatte ich ja selber alleine eine Wohnung. Essen hatte ich frei, aber so hatte ich ja kein Geld. Kindergeld gab wenig, 20 Mark für ein Kind. Ich selbst konnte gleich zum Anfang auch nicht arbeiten. Ja, und dann nachher bin ich arbeiten gegangen. Ich war 20 Jahre im Schweinestall arbeiten, hatte 400 Tiere zu versorgen und jeden Tag misten und das 20 Jahre lang. Und dadurch bin ich so fertig auf die Knochen. Na klar, verständlich. Und dann habe ich aufgehört und bin noch an der Autobahn Transit, wo nur Westdeutsche mit dem Bus halten konnten. Da habe ich nochmal schön gelebt. Ja, und dann ist mein Mann damals verstorben. Dann hat man Schulden gemacht in Konsum. Ja, wenn es jeden Tag war, dann musste man das bezahlen, war das jetzt schon wieder weg. Trotzdem habe ich für meine Kinder alles gemacht. Aber nicht nur für deine Kinder, sondern auch für uns Enkelkinder. Auch für die Enkelkinder und das sowieso. Und vor allem, weil ich ja nur hier lebe, weil ich bei der Tochter dann mit reingezogen bin hier. Wie hast du die Zeit nach dem Krieg so erlebt? Wir waren 7 Kinder zu Hause. Ja. Mein Vater war 6 Jahre auch bei den Soldaten. Meine Mutter war auch behindert. Die hatte damals als Kind eine Verbrennung und trotzdem hat sie noch 7 Kinder gekriegt. Und viele haben sie ja da auf dem Rittergut nicht verdient. Ja. Wir mussten noch sehr viel machen. Mein Bruder, der ist älter wie ich, der lebt ja auch nicht mehr. Wir mussten beide jeden Tag, wenn wir von Schule gekommen sind, haben wir gegessen. Und dann haben wir uns fertig gemacht mit der Handbahn nach dem Wald gegangen und haben wir uns geholt. Das war ein Winterholz, hatten zum Verheizen. Das war ja damals mit Ofen bloß alles. Und meine andere Schwester, die hatten dann drinnen zu tun. Meine Älste musste sauber machen. Naja, meine Mutter ist arbeiten gegangen. Und wenn die kamen, dann haben wir was zu essen gekriegt abends. Und dann mussten wir auch ins Bett gehen. Dann wollte ich auch ein bisschen Ruhe haben. Ja. Naja, und 1947, da kam dann mein Vater von der Gefangenschaft wieder zurück. Und da hatten wir aber dann schon gesiedelt da. Hatten wir ja eine Wirtschaft, jeder so von das Rittergut Wald gekriegt und Acker. Dann haben wir gebaut, da haben wir
Bei uns war der Flughafen in der Nähe, da sind wir hingemacht, hat mein Vater mal Steine geholt und wir haben die Steine, den Kalk abgemacht und haben dann damit unser Haus gebaut. Ja. Würdest du irgendwas in deinem Leben anders machen, wenn du jetzt nochmal so denken würdest, oder würdest du es genauso leben? Ich sage oft, ich würde es anders machen, aber ich glaube, ich würde genauso wieder leben. Ja. Wüsste ich nicht. Ich sage, in die Jahre, so alt wie ich bin, war ich in zweimal deine Urlaub. Einmal noch von der LPG aus, da brauchten wir bloß 100 und ein paar Mark bezahlt. Ja. Waren wir 8 Tage in Ungarn. Und da war auch schon der Unterschied West und Ost. Wir hatten rote Tischdecken und die hatten gelbe Tischdecken. Und dann war das der ganze Essware und alles war bei denen schöner wie bei uns. Ja. Also weil wir Ossis waren. Ja, und dann war ich einmal mit meinem Bruder und meiner wenigen Schwester waren wir hier bei uns in Deutschland. Und das war sehr schön. Ja, da waren wir aber bei uns hier. Das war ein sehr schöner Urlaub. Aber die andere Zeit war ich nie in Urlaub. Ich habe mich auch wir hatten Haustage, wir hatten Urlaub. Das habe ich mich alles bezahlen lassen. Ich habe auch ganz selten krank gemacht. Lieber habe ich mich das verdrückt, weil ich immer weniger dann hatte. Mhm. An Geld und alles und Naturalien bei der LPG noch. Ja. Ja. Du hast ja auch zu mir mal gesagt, dass du nur einmal Weihnachten frei hattest, sonst hast du immer durchgearbeitet. Oder Silvester. Nach 20 Jahren hatte ich das erste Mal, wie ich denn an der Autobahn gearbeitet habe, ich das erste Mal Weihnachten frei gehabt. Ja. Und da hat meine Chefin gesagt, aber kommst du doch denn Silvester und Neujahr? Ich sage, selbstverständlich, da habe ich vor Freude geweint. Ich habe die ganze 20 Jahre durchgearbeitet. Ob es Feiertag war, immer durchgearbeitet. Immer jeden Tag, jeden Tag. Und du hast ja auch jeden Tag geflucht auf dem Weg zur Arbeit. Wenn ich nach Arbeit gegangen bin im Winter, dann war wenigstens noch Winter. Ja. Hochschnee und alles. Ich habe geschimpft wie so ein Rohrspatz. Und hab auch oft gesagt, bist du bekloppt? Die liegen alle noch im Bett und du gehst nach dem Stall hoch. Und ich hatte es nicht sehr weit zur Arbeit, aber. Und wie ich im Stall war, war alles wieder weg. Ja. Da haben die Schweine geschrien, da war alles weg. Die wollten Futter haben, wollten trinken. Und dann mussten so jeden Tag gemistet werden, alles mit der Karre. Ja. 400 Tiere und dann alleine. Das war ja nicht so einfach. Das war nicht so einfach. Und jetzt ärgert man sich, dass man nichts mehr machen kann. Naja, Oma, du hast aber auch dein Alter erreicht, wo du ich hab mein Alter erreicht. Zur Ruhe kommen darfst. Ich brauche auch jetzt nicht mehr kochen, das lassen wir uns schicken. Ja. Das Essen kommt jeden Tag. Und es gibt schönes Essen. Was würdest du dir wünschen für die Zeit? Oder was würdest du der Generation von heute wünschen? Oder sagen, wenn du das sagen könntest? Wenn ich sagen könnte, dass sie Hauptsache, die haben ihre Arbeit, dass sie ein bisschen verdienen, dass sie danach leben können. Und Faulpelze hatten wir damals auch bei uns in der DDR noch. Und heute ist das Gleiche. Und ich würde sagen, die Jugend, die heute Arbeit hat, die soll Gott im Himmel danken, dass sie Arbeit haben. Denn es wird ja immer mehr abgebaut an Arbeiter. Durch die ganze Technik und alles, was so ist. Das stimmt. Ja, da ist das. Und alle können die Technik nicht machen, da brauchen sie ja nicht mehr viele. Klar, das ist wenig Geld, was sie denn haben, würde ich jetzt so sagen. Bloß der Einkauf, die haben, was wir jetzt nicht hatten. Jetzt allgemein das Schöne, das war ja unsere Zeit nicht so wie heute, das Schöne und das Schöne und das ist schön. Da ist man selber auch schon noch ein bisschen noch mit an dir auch. Ja. Dann wird das eben endlich bestellt. Im Prinzip brauchte man das in das alte Jahr nicht mehr, aber naja, ist ja egal. Das ist ja egal. Man darf sich auch was gönnen. Ja, ja, ja. Ich habe auch gerne geraucht. Aber ich rauche nur auch schon über, es werden jetzt 9 Jahre, wo ich nicht mehr rauche. Weil ich so OP musste. Naja, und dann ist das Problem. Bin auch jeden Abend im Bett und gesagt, morgen wird nicht geraucht. Ja. Und dadurch spart man auch noch. Trotzdem, der nie raucht ja nicht und trinkt nicht. Da kann ja eigentlich allzu viel nicht passieren. Aber die hat ein bisschen Sucht mit Kauf. Na, als Frau will man doch auch gut aussehen und sich so ein bisschen was leisten können. Das kleidet dich ja auch, was Dankeschön. Du jetzt schon anders. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Nee, das hatte ich aber schon ein bisschen länger. Ja? Ja. Aber noch nicht angehabt. Doch. Ja? Ja. Schon mal wie hier mitwählen? Ja. Dann habe ich nicht richtig geguckt. Dankeschön, aber. In Schweinestall hat man Jubistiefel angehabt. Ja. Eine Hose und eine Jacke drüber. Brauchte man nicht. Und zu Hause hat man manchmal noch vergessen, die Hose auszuziehen. Und was würdest du dir, wenn jetzt
vom Geld abgesehen, aber so für die Zukunft der Menschheit wünschen. Vor allen Dingen Friede. Und das nicht so Trickse, die sie machen. Rufen an, war doch jetzt auch wieder bei zwei älteren Damen in der 80. Hier ist dein Enkel. Ich brauchte ein bisschen Geld. Ich will mich eine Eigentumswohnung kaufen. 15.000 Euro. Oh. Da hätte ich als Oma ein bisschen Bedenken. Ja. Bloß die hat es ihm gegeben. Bei den anderen waren 13.000. Auch gegeben. Die werden sie nie kriegen. Ja. Das ist eben scheiße. Aber das sollte ich eben nicht sagen. Oma, ich kann noch steigen. Alles gut. Ach so. Ja, das ist es. Das ja. ist das. Die Welt, die ist heute so verhext. So verhext ist die Welt. Naja, in unserer Erinnerung, man kann ja jetzt auch, muss sich immer wieder freuen, wenn man morgens die Augen aufmacht. Da freue ich mich auch, dass du. Ja. Das, wenn man aufmachen kann, aufstehen, auch ist doch das schön. Dann lässt doch der Schmerz gleich wieder nach. Wenn man aufstehen kann, naja, ja, dann wird ja. eben eingerieben und so ist es. Ich glaube, sonst habe ich auch keine weiteren Fragen. Hast du weiter keine Fragen? Nee, ich glaube nicht, warte. Nee, das war's schon. So, Oma, ich bedanke mich für deine Zeit und dass du mir und meinen Zuschauern so ein bisschen von dir und von deinem Leben berichtet hast. Und ich danke dir dafür. Viel Glück. Dankeschön, Oma. Viel Glück. So, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Falls ihr dieses Video toll fandet und das Format toll gefunden habt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, dann abonniert mich. Drückt die Glocke dafür unten und ich bedanke mich für eure Zeit und dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen, eure Jenny, Tschüssi und meine Oma. Ach, Oma Ila. Oh, hier kommt der Vater. Wir machen kurz Pause denn hier. Ja. Alles klar. Und wenn sie manchmal was sagen, dann sage ich, ich habe es nicht gehört. Was man nicht hört und was nicht weiß, macht eben nicht heiß. Ja. Gut, Oma, dann bedanke ich mich dafür, dass du Zeit gefunden hast. Luna! Dann rennt ein Alter, hat man eigentlich nie Zeit.